Rainer hier. Hi und herzlich willkommen zurück zum StarCraft durchgezockt. Mein Kabel hängt. Mit mir, dem Cracky von Ravioli. Jawohl, jawohl. Geht weiter, ich habe Weintrauben. Die Schüssel ist kaputt. Und habe Lust, diese Mission nochmal zur Hälfte komplett zu spielen. Für die wir einfach mal die gesamte letzte Folge gebraucht haben. Aber so ist das. Also, click and repeat. Und ich stelle meine Uhr am Handy. Also ich hier nicht überziehe, ne? Wollen wir ja nicht. Wir wollen ja eure Aufmerksamkeit nicht implodieren lassen. Und das alles in schöne, handliche, kleine, kompakte, unterhaltsame Drecksfolgen packen. Es ist die Protoss-Kampagne. Wir sind auf der Suche nach Tassadar. Haben eine Armee und einen hohen Templer. Und wir ziehen los. Okay. Hallo, ihr Freunde. Die schaffen wir gerade noch so. So. Ah, hier irgendwo so ein Knubbelzerklinge, der kam, oder? Hallo. Guten Tag. Das war ganz gut. So, jetzt könnt ihr hier... Geht einfach dran vorbei. Kommt, geht dran vorbei. Move along. Achso, da ist ja auch einer. Egal. Ihr geht dran vorbei jetzt. Habe ich jetzt beschlossen. Einfach dran vorbeilatschen. So, okay, schön. Kommen wir an dem auch vorbei? Nein. Den müssen wir wohl kaputt kloppen. Aber vielleicht kommen wir hier auch, wieder ein paar Zerklinge, glaube ich. Eben nach der Tastatur schauen, dass ich da den richtigen Knopf treffe. Hallo. Naja, einer? Nur einer? Aua! Nur ein Zerkling ist ein bisschen wenig. Hallo? Aua! Piece of shit! Einen hohen Templer verliere, kann ich es natürlich gleich knicken. Okay, du bleibst mal zurück. Ist auch mal zurück. Meine Güte. Das ist aufregend. Okay. Oh, eine offene Fläche. Heißt nie was Gutes. Sind wir hier vorhin nicht rechts gegangen? Ich glaube ja. Das war eigentlich ganz gut. Da, 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 da. Sidesteps. Was immer für schöne Sidesteps machen die Dragoner. So lustig anzusehen teilweise. Weg, 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 weg! Damn it! Die Stürme sind aber auch so böse. Böse, böse Stürme! Na, 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 na. Jetzt kommen gleich wieder da oben die Hydralisten, die wir nicht erwischen können. Da ist ein Muti. Muti Muta! Hallo! Er weiß nicht, wie er drauf schießen soll, weil er nicht hier hinkommt. Hallo! Oh Gott, manchmal ist die KI ein bisschen ungepatcht. Woher kommt das denn? So, jetzt aber. Da kann immer nur einer zurückschießen. Das ist lächerlich. Ach, weiterlaufen. Oh ja, oh ja. Das war ein guter Sturm. Und einfach weitergehen. Oh Gott, jetzt habe ich meinen hohen Templer verloren. Das war ganz schlecht. Man, die kosten so viel. Die sind so teuer. Na gut, wir sind oben. Wir canceln das alles mal, das Gelaber. Fangen an, hier Mineralien zu ernten. Okay.
So, können wir auch einmal speichern jetzt. Folge. So. Jeder verstanden? Ja, ja, so sieht das aus. Wir werden angegriffen. Nein. Okay. Also meine Helden, ihr bleibt mal schön hier oben. Euch will ich gar nicht verwenden, ehrlich gesagt. Geht einem alles nur auf die Nerven. Und euch lasse ich einfach mal hier patrouillieren. Ich glaube, es macht Sinn, schon frühzeitig Gas zu sammeln. Damit da wenigstens ein bisschen was zusammenkommt. Und jetzt bräuchte ich hilfreiche, abendfüllende Geschichten. Fällt mir eigentlich nicht so wirklich was zu ein. Außer, dass ich das durchgezockt hier auf das Hauptspiel begrenzen möchte. Auf StarCraft selber. Weil das ist echt nicht leicht. Also es ist echt nicht leicht, gerade solche Sachen dann jetzt hier auch zu füllen irgendwie. Man wartet dann immer und dann macht man halt immer wieder das Gleiche. Das ist bei Echtzeitstrategiespielen so. Nur, ich weiß nicht, ob da so die Viewing Experience einfach erhalten bleibt. Aufgrund dieser Abwechslungsarmut. Da ich selber Brood War aber nie durchgespielt habe, also das Add-on zu StarCraft 1, habe ich mir überlegt, vielleicht mache ich ja Brood War dann live. Weil es dann für mich auch kurzweiliger wird, weil ich die Community dabei habe. Dass ich dann halt anfange, das Add-on live durchzuspielen. Wäre dann mal wieder ein Fass, was ich aufmache. Ist ja aktuell nicht so, als hätte ich nicht ein paar Fässer am Laufen, wenn man so will, live. Aber okay. Von nix kommt nix. Immer noch besser als gar nichts zu machen. Von da an mal gucken, wie lang das hier sowieso noch dauert. Ja, da kommen immer die Queens geflogen und schmeißen ihre Parasiten. Das ist echt nett. Schmiede haben wir ja schon. Wenigstens etwas. Da kann man echt nicht so schnell fördern hier, weil das nur so ein paar Felder sind. Ich glaube, zwei, drei Drohnen, sag ich schon, Sonden könnten sich noch lohnen, aber dann ist auch gut. Jetzt hier eine Kanone hinbauen, ist auch eigentlich Quatsch. Wir bauen trotzdem eine hin, so ein bisschen als Queen-Abwehr, Queen-Schreck. Der Königin-Schreck. Weil das ist echt nicht nett, was die da machen können. Ja, wir brauchen Anti-Air. Wir haben ja nur die Scouts, ne? Das ist alles Käse. Everything is cheese. Na, 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 na. Na gut, wir bekommen ja schon ein paar mehr Mineralien rein, als das jetzt bei dem Gas der Fall ist. Könnte man dann vielleicht doch über eine zweite Kanone nachdenken. An anderer Stelle. Hier im Pylon, bitte. Weil das nervt. Dann kommt die Queen und schmeißt dann so ein Brütling. Und dann explodiert die Einheit, platzt auseinander und ist tot. Logisch, ne? Und dann kommen dann noch so zwei Brütlinge daraus, die eine kurze Zeit leben. Oder die leben die hier dauerhaft? Ne, ich glaube, die leben auch nur eine kurze Zeit im Hauptspiel. Und dann greifen die einen auch noch an, ne? Oh, no! Kommt mein Heldentrupp. Länger weg. Das ist meine Hero-Sonne jetzt. We could be heroes. Just for one day. Yeah, man. Kaputt gemacht. Lost Queen Mamos.
bauen wir hier auch noch eine Kanone hin. So, dann haben wir so einen kleinen Abwehrgürtel. Und hier auch noch eine, komm. Was soll der Geiz? Zweiten Warpknoten. Wenigstens haben wir ein bisschen Gas gesammelt. So, schnellere Berserkerbewegung, erhöhter Dragoner-Radius. Das brauchen wir beides. Ja, und ich bin halt schon irgendwie interessiert, die Brood War-Geschichte mal zu erleben. Ich kenne sie noch nicht mal vom Hören sagen. Ich kenne das, was halt in StarCraft 2 dann passiert ist, Wings of Liberty und Heart of the Swarm. Legacy of the Void habe ich noch nicht gespielt. Außerdem Prolog, der Prolog-Kampagne. Das haben wir ja im Rahmen unserer granatmäßigen Voll-0815 Live-Sendung gemacht. Ja, schreibt doch einfach mal in die Kommentare. Meint ihr, das kann Bock machen? Live bisschen Echtzeit-Strategie-Action. Also, das wendet sich jetzt vor allem diese Frage jetzt nicht an unsere regelmäßigen Live-Zuseher, sondern halt einfach an die Leute, die dann auch eigentlich das Video hier nur verfolgen, also dieses Videoformat. Könntet ihr euch vorstellen, das Ganze auch mal live gemeinsam zu erleben? Beziehungsweise, ob ihr euch dann die entsprechenden Aufzeichnungen ansehen wollen würdet. Das wäre dann im sehr ähnlichen Format, nur dass hier hinter mir so ein Chat eingeblendet wäre. Unser Ravioli-Chat natürlich. Und ich dann halt auch ab und an mal ein bisschen auf diesen eingehe und mich mit den Jungs da draußen unterhalte. Könnte das Ganze auflockern. Und wäre meiner Meinung nach schon durchaus eine sogenannte Win-Win-Situation für alle Beteiligten. So, hohe Templer. Archon. Ich kann Archon Warp machen. Wir brauchen Archon. Das ist ein Plan. Das ist geil. Weil mit dem Sturm da rummachen, ich weiß genau, das geht in die Hose. Ich krieg das nicht gebacken. Wir warpen uns jetzt Archons herbei. Dann geht's ab. Wird alles weggesappt, was nur geht. Noch zwei in Auftrag hier. Noch zwei. Da haben wir schon drei Archon. Das ist schon mal super. Die können wir dann supporten. Womit supporten wir die denn, die Jungs? Archon können ja auch in die Luft blitzen. Müssen wir mit Berserkern supporten. Alles andere wäre Quatsch. Hey, verteidigen! Boah, ey, die kriegen so schnell die Gebäude down. Das ist unfassbar. Archon Warp. Wusch. Ah, hat die Queen schon wieder ein Brütling geschmissen. Ist alles skandalös. So, kommt ein Archon. Archon hat 10 Lebenspunkte, aber ein Schild von 350. Also der ist echt mächtig. Die Kraft ist überwältigend. Das sehe ich auch so. Zur Erläuterung. So, haben wir jetzt das Schild-Upgrade rein hier. Zur Erläuterung. Wir können jetzt, wir müssen jetzt die Helden hier wieder unten zum Signal bringen. Aber zwischenzeitlich sind halt überall noch Zerg aufgetaucht, jetzt netterweise. Und dementsprechend wird das nicht so leicht. Die Verschmelzung ist abgeschlossen. Und die Archon, das sind Nahkämpfer, sowohl im Himmel als auch in der Luft. Und die sind sehr stark. Sehr, sehr stark. Gute Feuerrate. Da geht schon was. Und hier brauchen wir Berserker. Ich wollte eigentlich das erste Schild-Upgrade machen. Warum ist das nicht in die Line gekommen? Bin ich jetzt gerade ein bisschen traurig. Weil das bräuchten wir schon. Dass der Schild stärker ist hier von den Archon. Das ist alles Quatsch. Quatsch mit Soße. Bauen wir da, bauen wir da. Können noch ein paar Minen legen. Mit Rainer hier. Fassade der Templare. Ja, Template. Ich brauche aber hier erstmal. Jetzt können wir wieder sparen bis 150. Können wir in der Zeit auch noch einen Berserker bauen. Sammelt euch doch mal hier.
gehst mal nach da oben. Normalerweise sind die hohen Templer und mit richtig eingesetzten Stürmen ist das schon die sinnvolle Variante. Aber ich kenne meinen Skill. Ich grill dann alles weg. Nur nicht das Richtige. Und eigentlich müssten wir irgendwie mal an ein paar Klamotten kommen. Noch mehr Mineralien oder so. Aber ich glaube... Das sind gute Vorräte, aber... Ja, Gas ist viel drin, ja. Es dauert halt nur ewig, das zu fördern. Zerballert von den Kanonen. Und da wir ja wirklich Mineralien gerade genug haben, bauen wir hier noch eine zweite Kanone hin. Warum nehme ich eigentlich zwei Sonden mit? Und dann können wir noch zwei Warpknoten bauen. Dann kriegen wir nämlich ein paar mehr Berserker auf einmal raus. Natürlich noch ein Pylon dabei. Sowohl hier als auch da. Hallo Dragoner, helfen. Vielen Dank. Toll. Also es ist unglaublich, wie schnell die Sachen hier down gehen. Schon ziemlich irre. So, jetzt haben wir wieder Geld für einen hohen Templer. Ich meine, da stehen jetzt auch wieder zwei. Also auf geht's. Archon Warp. So, zwei Berserker. Zack, zack. Ich brauche das gar nicht. Also normalerweise, klar, würde es auch Sinn machen, Dragoner zu bauen. Aber die kosten mir halt auch wieder Gas. Das ist so ein bisschen das Problem dabei. Und das Gas fördern dauert halt ewig. So, das ist wieder ein hoher Templer. Rüber mit dir. Mehr Berserker. Mehrweg-Berserker. So, einser Verteidigungs-Upgrade können wir auch noch machen. In der letzten Mission durfte ich noch das Zweier-Schild-Upgrade machen. In dieser nun nicht mehr. Na dann halt nicht. Continuity, ne? Schwierig manchmal. Na ja, gut, bauen wir jetzt Berserker aus. Drei Warp-Knoten und jetzt haben wir wieder einen Archon dabei. Der Archon ist natürlich jetzt eine unglaublich teure Einheit dadurch. Wenn man bedenkt, dass man hier 100 und 300 braucht. Oh, wir brauchen mehr Pylons. Dammit. Da hat jemand gepennt. Ich war das. Oh, mehr noch eine Kanone. Da noch eine Kanone. Da noch eine Kanone. Wir haben es ja. Komm, werd fertig, Pylon Man. Auch mehr Supply. Ja, weiß ich doch. Da noch eine Kanone. Duales Kanonensystem. Da noch eine Kanone. So sind wir geschützt. Bam, bam, bam. Der läuft da amok. Weil er nicht rauskommt. Ich komme hier nicht raus. Super. Ich muss aufpassen. Ich muss tierisch aufpassen auf die guten Archon. Und da für die Archon ja Schilde so wichtig sind, bauen wir jetzt hier noch ein paar Batterien hin. Hey, Finger weg. So. Na, wir haben auch mal wieder Geld. Da steht da noch ein Templer. Dann haben wir gleich 6 Archon. Das sollte eigentlich lang, um richtig Schaden zu machen. Ah, you don't say. So. Einmal herbeiwarpen.
Super! So. Na, gibt's doch Level 2 Upgrade. Voll besoffen gewesen. Warum waren die gerade nicht da? Alles gut. Gut, dann machen wir das Zweier-Schild noch, weil ich mich gerade gewundert habe, dass hier Zweier-Attack ist. Ja, die Kraft ist echt überwältigend. So. Trupp Nummer 1. Zerstören. Vernichten. Das ist Nummer 2. Das ist Nummer 3. Na, können wir richtig Stress machen. Ist das Upgrade für die Goonies gemacht? Ja, sehr gut gemacht. Die Goonies! So. Lal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